Oh, Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Ist es immer recht schwierig, wenn ein Objekt der Begierde in einer Kunstauktion gelistet ist, dann muss man warten, wie die Auktion so läuft und wie das alles funktioniert. Aber da muss ich sagen, da hat man schon erstmal in Frau Schmidt, der Chefin des entsprechenden Kunstauktionshauses in Dresden, eine gute Partnerin. Sie ist gebürtige Pirnaerin und hat, als das Bild ihr angeboten wurde, sofort gesagt, das müsste in der Region bleiben. Es kommt aus der Region und es sollte in der Region bleiben. Aber sie war natürlich am Anfang auch etwas unsicher, ob es gelingen wird, denn ein e.V. wie wir haben ja Mittel nicht endlos zur Verfügung und müssen unsere Mittel sehr konzentrieren. Und Sie wissen, in 4 Jahren um diese Zeit feiern wir den 300. Geburtstag von Bernardo Bellotto und da wollen wir ja auch etwas auf die Beine stellen, also müssen wir schon auch ein bisschen abwägen. Aber das Bild hat uns so gefallen und wir haben gesagt, ja, der Herzenswunsch des Museums, der ist also uns auch Auftrag. Und so haben wir uns mit Frau Schmidt dann geeinigt und ich muss sagen, ganz großer Dank gebührt der Hilfe von oben über der ganzen Sache, war wie ein Schutzengel, der bei der Auktion die Hände der Mieter etwas paralysiert hat. Und somit konnten wir das Bild zu einem vertretbaren Preis erwerben und können es heute diesem ehrwürdigen Haus schenken, in der Hoffnung, es wird viele Betrachter finden, die mit Freude es ansehen, die darin Erbauung finden
und es wird sich hier in diesem schönen Haus wohlfühlen. Das ist unser Wunsch und das, hoffe ich, liebe Frau Sturm, wird dann auch sich so erfüllen. Herzlichen Dank und wir übergeben Ihnen das Wort. Eine Arbeit von Georg Oehme, der 1890 als Sohn eines Dekorationsmalers in Dresden geboren wurde, gab es bisher noch nicht in unserer Sammlung. Und deshalb sind wir natürlich ganz besonders froh, diese Lücke mit diesem stimmungsvollen Gemälde schließen zu können. Georg Oehme, bei uns in der Sammlung noch nicht vertreten, war aber zu Lebzeiten durchaus ein bekannter Maler. Die Dresdner Kunstsammlung haben von ihm 3 Selbstporträts und 5 weitere Bildnisse. Der Schwerpunkt seines Schaffens war einmal die Bildnismalerei. Er porträtierte beispielsweise Professor Voss, Professor Posse. Er porträtierte die Sängerin Eugenia Burkhardt, mir kein Begriff, aber auch den Schauspieler Erich Ponto. Und einige dieser Bildnisse sind eben in Dresden in der Staatlichen Kunstsammlung und sein zweiter Schwerpunkt war die Landschaftsmalerei. Und wir sind froh, ein solches Landschaftsbild, was ja bei uns dann besser in die Sammlung passt als ein Bildnis, hier bei uns im Hause zu haben. Ja, wer war nun dieser Georg Egmont Oehme? Nach einem höheren Schulabschluss studierte er von 1908 bis 1911 an der Königlichen Kunstakademie in Dresden und war anschließend 2 Jahre in Petersburg. Was es so alles gibt, es gab damals einen General, der ihn entdeckt hatte und der dachte, das ist ein geeigneter Lehrer für meinen Sohn, den nehme ich mal mit nach Petersburg. Und damit kam er 2 Jahre nach Petersburg und hat dort den Sohn dieses russischen Generals unterrichtet. Im Anschluss war er in Braunschweig in der Kunstschule, hat dort unterrichtet, hat immer nebenbei natürlich auch gemalt, musste dann in den Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg führten ihn Studienreisen nach Ungarn, nach Holland, nach Ostfriesland, nach Travemünde. Da reiste er und unterrichtete dann aber auch in Dresden an Privatschulen. Das ist also sein Schaffungsbereich gewesen. Nun könnte man ja also sagen, dass er, vielleicht noch so weit, dass die Biografie etwas weiter folgt. Er ist 1944 aufgrund seiner intensiven Lehrtätigkeit und seiner Bildnisse, die er eingereicht hat an eine Jury, zu einem Professor ernannt worden. Man konnte einen Professorentitel bekommen, ohne dass man, dass damit eine Stellung an einer Hochschule verbunden war. Er war also nirgendwo angestellt, er war auch Professor. Und im Dritten Reich, seine Gemälde sind ja nicht als entartet eingestuft worden. Wenn Sie das sehen, werden Sie auch, ist das auch verständlich. Und er hatte, sagen wir mal, im Dritten Reich weder eine besondere Förderung noch eine besondere Unterdrückung. Es gab also durchaus Ankäufe, er konnte durchaus arbeiten, aber er war auch nicht der Vorzeigemacher. Er war auf alle Fälle einer, den man noch auch im Dritten Reich wahrgenommen hat, weil er war auch in der Partei und er war in der Reichskulturkammer, aber alles ohne Funktion und damit also auch kein Vorzeigekünstler. Wir sind uns sehr froh, eigentlich dieses sehr stimmungsvolle Gemälde von 1941, Abendstimmung hier an der Elbe bei Obervogelgesang, nun hier in unserer Sammlung aufnehmen zu können. Es kann eine Stimmung geben, dass man sagt, ja, es
Das ist sehr traditionell gemalt. Van Gogh ist 1890 gestorben, der hatte schon ganz anders gemalt. Und denkt an die Brücke-Künstler. In Dresden hat sich die Gruppe 1905 gebildet. Und was die für Formen und Farben eingesetzt hat, waren nun diese traditionelle Malerei. Ich möchte dazu etwas vorlesen aus aus seinem Lebenslauf, den er 1925 geschrieben hat, wo er sich dazu äußert. Alle Ismen, Impressionismus, Expressionismus, ließen mich kalt, als 1925 geschrieben. Einiges in der modernen Kunst ist mir sympathisch. Das Erzittern, wie bei anderen mit aller Vernunft geschaffener schönen Werke, habe ich dabei nicht. Wenigstens nicht in dem Maße. Das beste Beispiel war mir stets die Natur in ihrer unbeschreiblichen Schönheit. Meister wie Van Gogh schätzte ich und habe diesen und die Verwandten studiert und mich intensiv auseinandergesetzt. Es war mir eine Sackgasse. Nur die Natur soll meine Anregerin und Meisterin sein. Georg Oehme war vielleicht für seine Zeit nicht avantgardistisch, modern. Aber ich möchte an dieser Stelle das heute inflationär gebrauchte Wort authentisch benutzen. Er war ehrlich. So auch in diesem Gemälde. Seine tiefe Verbundenheit zur Natur und die innere Ruhe, die man haben muss, um die Natur in dieser Art und Weise erleben zu können, hat uns dieses schöne Werk beschert. Erworben durch das Canaletto Forum Pirna, bei dessen Mitgliedern wir uns nochmals auf das Herzlichste bedanken möchten.